Also, ich werde jetzt kurz demonstrieren, wie man für Studierende oder Kursteilnehmende eine Möglichkeit zum Austausch von Dateien eröffnet. Zuerst klicken wir auf Bearbeiten einschalten, dann eröffnen wir eine neue Datenbank, geben der einen Namen, zum Beispiel Unterlagen der Teilnehmenden. Ich werde jetzt keine Beschreibung oder Einführung hier eingeben. Wichtig, wenn es Gruppen gibt, wir werden jetzt mit Gruppen arbeiten, entweder sichtbare oder getrennte Gruppen auswählen. Getrennte Gruppen würde bedeuten, dass die Gruppen sich gegenseitig nicht in die Unterlagen schauen können. Ich nehme jetzt mal sichtbare Gruppen, dann können Sie da auch schauen, was da so läuft. Save and Display klicken. Dann auf der nächsten Seite müssen wir die entsprechenden Datenbankfelder einrichten, die wir dann für die Dateiablage oder diese Austauschplattform der Studierenden verwenden. Dafür nehmen wir einmal eine Datei, also das ist das Wichtige eigentlich. Dann brauchen wir noch ein Datum, also eine Versionsnummer sozusagen der Datei. Jetzt müssen wir die Ansicht noch definieren, also wie soll das ausschauen, wenn die Studierenden oder die Teilnehmenden sich das anschauen. Dafür gehe ich mal auf die Liste. Da muss ich ein bisschen nach unten scrollen. Bei wiederholter Eintrag schalte ich in die HTML-Ansicht um und lösche da alles raus und füge diesen Text hier ein. Den habe ich schon vorbereitet, den können Sie sich gerne abtippen. So. Noch ganz nach unten scrollen, Vorlage speichern. Jetzt machen wir das gleiche noch für die Einzelansicht. Auch hier wieder in HTML umschalten, alles rauslöschen und diesen Text hier einfügen. Ich verwende zweimal genau den gleichen Code, HTML-Code. So, speichern. Jetzt müssen wir da ein paar Einträge hinzufügen. Das ist genau gleich, wie das da auch für die Teilnehmenden, für die Studierenden später funktioniert. Sie sehen jetzt hier gibt es die Möglichkeit, die Dateien hochzuladen. Ich habe da mal zwei Testdateien. Könnt ihr auch den Dateinamen noch ändern? In der Regel lasse ich das. Auch hier unten könnte man ein anderes Datum einstellen. Auch hier in der Regel lässt man das einfach. So, noch eine zweite, damit wir sehen, wie das ausschaut. Zwei Dateien. Dann speichern und anzeigen in diesem Falle. Weiter hier sehen wir einmal, jetzt ist die Einzelansicht. Es gibt hier zwei Dateien ganz offensichtlich. Kann da auf die frühe Version gehen oder wenn ich alle mir ansehen möchte, mache ich die Listenansicht. Das sind jetzt die Unterlagen für alle Studierenden. Wenn ich da jetzt nur eine Gruppe möchte, die Gruppe auswähle, ist das auch wieder alles sichtbar, weil das Dokumente waren, die ich hochgeladen habe für alle Teilnehmer. Wenn ich jetzt für Gruppe B nur etwas hochlade, mache ich nochmal einen neuen Beitrag, durchsuchen, mal das ABTC-Text hier, speichern und anzeigen. Weiter. Jetzt sehen wir in der Einzelansicht einfach das letzte, das wir hochgeladen haben. In der Listenansicht sehen wir alle drei. Wenn ich auf die Gruppe A gehe, wird also ABC Text verschwinden. Das heißt, jetzt haben wir diese Funktion auch, dass wir gruppenweise, also für alle zusammen Dateien haben, aber auch für Gruppen einzeln. Und das war eigentlich auch schon das Ende. Ich hoffe, Sie können etwas anfangen mit diesem Videotutorial und wünsche Ihnen viel Spaß mit Moodle.